Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte euch ja vor vielen, vielen Wochen meinen Sommersub gezeigt und ich dachte, ja, ich mache jetzt auch wieder einen Herbstsub. Aber erstmal ein Fazit zu meinem Sommersub. Also ich hatte mir ja, ich glaube, 7 Bücher vorgenommen zu lesen und dachte ja schon, dass ich das wahrscheinlich nicht schaffe. Aber erstaunlicherweise habe ich diese 7 Bücher alle gelesen und habe darüber hinaus ja auch noch ganz, ganz viele andere gelesen. Das habt ihr ja in meinen Rezensionen verfolgen können, weil eigentlich rezensiere ich ja fast jedes Buch, das ich auch lese. Also habe ich mich und mein Lesetempo doch völlig falsch eingeschätzt. Ich achte halt auch einfach gar nicht darauf, wie viele Bücher ich jetzt im Monat lese. Nochmal so um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Also ich habe Touched Teil 2 gelesen. Zudem habe ich allerdings keine Rezension gemacht, weil ich kann euch sagen, er hat mir wieder genauso gut gefallen wie der erste Teil. Aber wenn ich euch da jetzt vom Inhalt her ein bisschen was erzählen will, dann spoiler ich total. Also ich wüsste nicht, wie ich das Ganze irgendwie zusammenfassen würde. Ich kann euch nur sagen, Touch 2 hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ja, könnt ihr auch sehr gerne lesen. Dann habe ich ja die Chroniken des Eisernen Druiden gelesen. Das fand ich ja nicht so gut. Dann habe ich Fliegenlernen gelesen. Das war so, so lala. Für zwischendurch ganz okay. Traumjäger und Goldfoto habe ich ja gelesen. Das fand ich ja super, super süß gemacht. Da habe ich ja dann auch gleich das zweite Buch von einem Autor gelesen, was jetzt gar nicht auf meinem Sub für den Sommer mit drauf war. Dann habe ich gelesen, Wo die Nacht beginnt. Das fand ich ja auch wieder den zweiten Teil super, super toll. Breathless habe ich gelesen und es war einfach nur ein grottiger, abgedroschener Erotikroman. Seelenfänger habe ich gelesen, den fand ich ja auch sehr gut. Und Assassino habe ich gelesen, den fand ich ja auch sehr, sehr gut. Da habt ihr ja überall Rezensionen von mir dazu bekommen. Ja, und wie gesagt, im Sommersub hatte ich mir, lasst mich nochmal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher vorgenommen. Und habe da ja noch sehr viele dazu gelesen. Ich habe jetzt gar nicht gezählt. Also fast 15, glaube ich, in der Zeit. Sprich ungefähr das Doppelte von dem, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ich hatte jetzt überlegt, ja, nimmst du dir jetzt für den Herbst mehr Bücher vor? Ich habe es mal gemacht. Allerdings, der Herbst zählt ja nur eigentlich Oktober und November. Man könnte vielleicht den September noch mit dazu nehmen, aber das ist jetzt für meinen Herbstsub zu spät. Also habe ich nur eigentlich so, ja, 2 Monate Herbst. Und für die 2 Monate habe ich mir diesmal, glaube ich, definitiv zu viele Bücher vorgenommen. Aber ich zeige sie euch trotzdem alle. Ich versuche es. Was ich halt nicht schaffe, nehme ich dann halt in den Winter mit hinein. Und zeige ich dann natürlich auch meinen Wintersub dann im Dezember, wenn es soweit ist. Aber ja, legen wir mal los mit den Büchern, die ich mir für den Herbst 2013 vorgenommen habe. Und zwar als erstes ist das Der Kuss der Göttin von, wie spricht man diesen Namen aus? Aprilin Pike oder so. Auf jeden Fall ist das Buch aus dem CBJ Verlag. Nicht wundern, also das Buch sieht im Original nicht so aus, wie es jetzt hier aussieht. Das ist ein Leseexemplar vom Verlag. Das ist noch unkorrigiert und alles. Deswegen sieht es ein bisschen anders aus. Aber das hier ist, glaube ich, schon das Original, wie es dann aussieht, wenn ihr das kauft. Deswegen kann ich euch auch gar nicht so genau sagen, was das Buch kostet. Also ich habe jetzt hier halt eine Taschenbuchausgabe. Ich weiß jetzt nicht, ob das Buch dann im Original auch ein Taschenbuch ist oder ein Hardcover. Aber ich verlinke euch einfach alle Bücher unten in der Infobox mit dem Amazon-Link. Und dann könnt ihr ja einfach mal ja, vorbeischauen. Jetzt ist natürlich clevererweise hier auch nicht grob drauf, um was es geht. Und natürlich weiß ich es auch schon wieder nicht mehr, weil ich sehe ja ein Buch und lese, um was es geht. Und es gefällt mir. Und im Nachhinein weiß ich schon wieder gar nicht mehr, um was es wirklich ging. Es ist auf jeden Fall Fantasy. Also ja, wenn euch das Buch interessiert, schaut einfach unten in den Link. Da steht ja nochmal, um was es geht. So, dann hatte ich mir eigentlich überlegt, also ich habe hier 3 Reihen in meinem Bücherregal stehen, die ich als nächstes lesen will. Und wollte eigentlich alle 3 Reihen jetzt im Herbst lesen, aber da gehören bis zum jetzigen Datum jeweils 3 Bücher dazu. Zu der Reihe, die ich euch jetzt gleich zeige, sogar schon 4. Und da habe ich mir gedacht, das schaffe ich auf keinen Fall. Deswegen habe ich mir nur eine der 3 Reihen vorgenommen. Und zwar ist das Shadow Falls Camp
von CC Hunter aus dem FJB Verlag. Und ich habe jetzt hier nur die ersten drei Teile liegen. Also das ist Geboren um Mitternacht, Erwacht im Morgengrauen und Entführt in der Dämmerung. Aber der vierte Teil steht schon auf meiner To-Buy-Liste. Ja, Shadow Falls Camp. Wie kann ich das... Oh, jetzt habe ich euch natürlich das Ganze in der falschen Reihenfolge gezeigt. Wartet. Oder nein, doch, ich habe es euch in der richtigen Reihenfolge gezeigt. Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Ja, wartet, ich lese euch am besten von Teil 1 vor, um was es geht. Es wird ausgeschrieben für alle Fans von House of Night. House of Night habe ich ja gelesen. Bin ja auch mehr oder weniger noch dabei zu lesen. Es kommen ja immer noch neue Bücher raus. Aber ich lese eigentlich nur noch weiter, wenn mich die Geschichte interessiert. Weil so überzeugt bin ich ja von House of Night leider nicht, weil mir einfach der Schreibstil nicht so gut gefällt. Aber hoffen wir mal das Beste für das Shadow Falls Camp. Ja, in Kylies Leben geht alles schief, ihre Eltern lassen sich scheiden, ihr Freund hat Schluss gemacht und ihre Mutter schickt sie auch noch in ein Sommercamp. Doch Shadow Falls ist anders. Hierher kommt nur, wer übernatürliche Kräfte hat. Feen, Hexen, Vampire, Gestaltwandler und Werwölfe. Auch Kylie soll besondere Fähigkeiten haben, wenn sie nur wüsste, welche. Also das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Habe ich schon sehr, sehr viel Positives gehört, gelesen, gesehen. Und da freue ich mich schon drauf. Da lasse ich euch dann natürlich an meiner Meinung teilhaben. Also es ist wie gesagt die einzige Reihe, die ich mir für den Herbst vorgenommen habe. Dann, und am liebsten hätte ich es sofort gelesen, als ich es in der Hand hatte. Aber es ist immer so, man hat dann noch ganz, ganz viele andere Bücher im Bücherregal stehen, die man eigentlich lesen will. Und dann verkneife ich mir das immer und tue es ein bisschen hinter ein paar andere Bücher setzen. Und zwar ist das der nächste Teil von Night School. Da hatte ich euch ja auch schon die ersten zwei Teile vorgestellt in meinem Video. Und das ist jetzt halt, denn Wahrheit musst du suchen und ich freue mich total darauf. Ja, Night School, es geht, es geht nicht um Vampire. Das war ja eigentlich erst mein Verdacht, dass es um Vampire oder anderes Übernatürliches geht. Nach meinem Wissensstand geht es darum nicht. Vielleicht ändert sich das noch, vielleicht kommt hier irgendwas raus, aber ich glaube nicht. Es geht halt um ein Internat, in dem seltsame Dinge geschehen, wo halt vieles noch im Dunkeln liegt, warum das so ist, was wirklich dahinter steckt, was das große Ganze betrifft. Und ich freue mich schon wahnsinnig, jetzt auf den Teil zu lesen. Dann auch mittlerweile der dritte Teil. Da habe ich euch auch schon die ersten zwei Teile vorgestellt. Das Buch steht auch schon Ewigkeiten in meinem Bücherregal. Und ich wollte es schon so, so lange lesen. Und immer kam wieder irgendein anderes tolles Buch dazwischen. Es nervt mich wirklich. Jetzt habe ich mir erstmal übrigens einen Bücherstopp selbst auferlegt. Die Frage ist, inwieweit ich mich daran halten kann. Aber gut, jedenfalls möchte ich das Buch gerne im Herbst lesen. Von Ben Aronovich, Ein Wispern unter Baker Street, das ist ja der dritte Teil. Und mir haben ja die ersten zwei schon sehr, sehr gut gefallen. Ist einfach mal wieder was anderes, was Kurzes, Fluffiges für zwischendurch. Ich mag die sehr, ich mag auch unglaublich immer die Cover dieser Bücher. Jetzt habe ich euch gar nicht dazu gesagt. Night School ist übrigens aus dem Oetinger Verlag und kostet 18,95 Euro. Und Ein Wispern unter Baker Street ist aus dem DTV Verlag und kostet 9,95 Euro, weil es halt auch nur ein Taschenbuch ist. Dann, das Buch habe ich eigentlich noch länger in meinem Bücherregal stehen als Ein Wispern unter Baker Street. Es ist, glaube ich, eher vielleicht ein bisschen unbekannter. Es ist Balthasar von Claudia Gray aus dem Penhaligon Verlag und kostet, hier steht kein Preis drin, aber es ist ein Hardcover, also es ist Minimum 17 Euro. Ja, jeder Vampir träumt davon, ein Mensch zu sein. Also ich glaube, doch, also ich habe fast ausschließlich Fantasy bis auf, ich glaube, eins. Bis auf ein Buch ist wieder mal alles Fantasy. Das Blut der 16-jährigen Sky verfügt über eine einzigartige Macht. Wenn ein Vampir davon trinkt, wird er in die Zeit zurückversetzt, in der er noch lebte. Diese Erfahrung macht den Blutsauger beinahe sofort abhängig. Da ist es nicht überraschend, dass der brutale Vampir Redgrave alles daran setzt, Sky in seine Gewalt zu bekommen. Denn wer Skys Blut kontrolliert, beherrscht auch die Abhängigen. Boah,
Nur der Vampir Balthasar nimmt den Kampf gegen Redgrave auf. Doch was anfangs lediglich Beschützerinstinkt und Rebellion gegen seinen vampirischen Erzeuger ist, entwickelt sich rasch zu mehr, als Balthasar erkennt, was Skye wirklich ist, die andere Hälfte seiner Seele. Hört sich super, super süß an. Ich bin schon absolut gespannt. Lasst euch natürlich auch da wieder dran teilhaben, wie ich es denn gefunden habe, ob es am Ende so toll war, wie ich es mir erhoffe. Wir haben immer noch 3 Bücher. Also wie gesagt, ich glaube nicht. Also ich hoffe ja, dass ich zumindest bis Balthasar komme, aber mal schauen. Ja, die letzten 3 Bücher, die ich mir vorgenommen habe, gut, das könnte ich, glaube ich, auch noch schaffen, weil das ist ganz kurz, es hat nur 300 Seiten. Und zwar ist das einzige Nicht-Fantasy-Buch. Es heißt Ein Lottogewinn und 8 Millionen andere Probleme von Karen David, auch aus dem DTV-Verlag und hat dementsprechend sogar nur 8,95 € gekostet. Und ja, es geht halt ganz grob darum, dass die 16-jährige Lia im Lotto gewinnt. Und ja, die Welt steht ihr jetzt offen, sie kann sich jetzt eine eigene Wohnung nehmen, sie kann sich einen Flachbildfernseher kaufen, sie kann eigentlich ja ihr Leben lang nur noch Party feiern. Dumm nur, dass ihre Eltern da noch ein Wörtchen mitzureden haben und dass plötzlich ein Haufen Leute aufkreuzen, die alle ihren rechtmäßigen Anteil vom Gewinn einfordern. Zum Glück gibt es noch den süßen Ruff, der es ehrlich mit Lia zu meinen scheint, oder? Also, das ist, glaube ich, was Kurzweiliges für zwischendurch mal so am Wochenende zu lesen, wenn draußen mal regnerisches Wetter ist. Ich finde das Cover voll toll. Also, ja, da stehe ich drauf. Cover-Junkie, ne? Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also, das könnte ich vielleicht auch noch schaffen. Aber ob ich die 2 Bücher wirklich noch schaffe oder ob die mit auf meinen Wintersub wandern müssen, werden wir sehen. Und zwar ist das von Kerstin Pflieger. Sternenseelen, wenn die Nacht beginnt. Die Autorin wurde mit dem Deutschen Fantastikpreis ausgezeichnet. Das Buch ist aus dem Goldmann Verlag. Es sieht absolut genial aus. Hat gekostet 12,99 €, ist ein Taschenbuch. Und ich will mal schauen, wie viele Seiten das hat. Auch nur 400. Es sieht dicker aus, als es ist. Vielleicht schaffe ich das doch noch. Wenn die Nacht beginnt, erwacht sein wahres Ich und sie erkennt in ihm ihre große Liebe. Also, bei mir dreht sich alles um Fantasy und Liebe und ja, ich bin da auch sehr, vielleicht langweilig, dass ich immer so dieselben Sparten lese, aber mir gefällt es einfach, mir macht es Spaß, lese es gerne. Und warum sollte ich da umschwenken? Weil Lillys Mutter mit ihrem neuen Freund zusammenziehen wollte, sitzt Lilly jetzt in der Provinz fest, weit weg von ihren Freunden. Aber es gibt einen Lichtblick, ihr Mitschüler Raphael, der es Lilly gleich angetan hat, obwohl er sie vor ein Rätsel stellt. Übrigens, Raphael finde ich auch ganz toll. Vielleicht, wenn ich nochmal einen Jungen kriege, vielleicht wird er dann Raphael heißen. Ja. Über Tag ist er abweisend, doch sobald es Nacht wird, verführerisch charmant. Als ihr Stiefbruder dann in einen Autounfall verwickelt wird, zeigt sich Raphaels wahres Ich und Lilly entdeckt sein unglaubliches Geheimnis. Man vermutet, dass es um einen Vampir geht. Aber es muss ja nicht unbedingt sein. Vielleicht ist es auch was ganz, ganz anderes. Ich bin gespannt, ich freue mich. Es sieht super, super toll aus. Und dann habe ich mir noch... Oh, das Buch ist sogar noch original eingeschweißt. Das ist auch nur ein dünnes Buch. Vielleicht hoffe ich es ja auch doch noch. Und zwar ist das von Alexandra Munier, Timeless, Schatten der Vergangenheit aus dem Heine Verlag. Hat gekostet 14,99 €. Und zwar, Michelle liebt Philipp und Philipp liebt Michelle. Es gibt nur ein kleines Problem. Er lebt in der Vergangenheit und sie in der Gegenwart. Und als Philipp in Michelles Welt auftaucht, gerät alles aus den Fugen. Hat ihre Liebe, die gegen die Gesetze des Universums verstößt, eine Chance? Finde ich super, super schön, super, super spannend. Freue ich mich auch total drauf. Eigentlich freue ich mich auf jedes Buch total, was ich euch gerade gezeigt habe. Und es stehen noch so viele tolle in meinem Bücherregal, auf die ich mich dann im Winter freuen kann. Und das werden ja sicherlich nicht, da wird noch einiges an Büchern dazukommen und ich finde das immer so schrecklich. Man hat so viele tolle Bücher und so viel Zeit eigentlich gar nicht zum Lesen. Und da kommt immer noch mehr dazu, man entdeckt wieder ein tolles neues Buch, was man dann unbedingt haben will und eigentlich hat man schon das ganze Bücherregal vollstehen und es ist so eine Sucht, es ist furchtbar, aber es ist einfach das tollste Hobby, was es gibt auf der Welt und deswegen wird mein Bücherregal nie leer werden und ja.
Ich hoffe, mein Herbst-Sub hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr euch so für den Herbst vorgenommen habt zu lesen. Und ja, wir sehen uns dann bei ganz vielen Buchrezensionen zu all diesen Büchern, die ich lesen möchte. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!